Na dann auf. So, Stück zurück und rechts. Hacktrainer, was hast du denn da Schönes? Ja. Das ist der Pokémon-Sucher. Kannst du damit auch umgehen? Wenn ja, verrate ich dir etwas. Oha, da ist es. An dem Loch in der Mauer kannst du deinen Penis hindurchschieben. Auf der anderen Seite wartet jemand. Ja, das ist ein Glory Hole. Okay, wir haben kannst du Fotos machen. Ja. Siehst du, Rotom reagiert darauf. Los, berühr es mal und sieh selbst. Berühr mal das, was da aus dem Loch kommt. Der Pokémon-Buch wird befindet. Wann lässt sich das Symbol dann rumkommen, so den Herknopf? Du, ich gehe mal gerade kurz nach, Alola. Ja. Und entleere dort meine Malasada. Okay, von mir aus. Und ich werde dann so lange das, Pikachu hier fotografieren. Per Schiebepad kannst du die Ausrichtung der Kamera ändern. Brrst! Sieh dir auf diese Weise die Welt um dich herum aus den verschiedenen, aus den verschiedensten Winkeln an. Versuche dann im optimalen Augenblick mit der R-Taste und dem R-Knopf ein Foto zu machen. Pro Fotosession kannst du 6-mal auf den Auslöser drücken. Klick. Echt gut. Nice. Kann ich noch was anderes tun? Ranzoomen wäre cool. Nee, geht alles nicht. Klick. Klick. Sehr ordentlich. Und so weiter. Oh nein! Dir ist der Film ausgegangen. Schnell direkt weiter zur Fotoauswahl. Jo. Dann gucken wir mal. Welches Foto soll ich den Leuten anderen Leuten zeigen? Ich finde dieses hier okay. Ganz gut. Dieses soll also ausgestellt werden. Ja, kann man. Warum hat das denn keinen optischen Zoom? Das wäre cool. Das Foto wurde geteilt. Es gibt schon Kommentare. Du hättest. Lalalala, gib dir beim nächsten Mal einfach mehr Mühe. So cute. Alola, konnichiwa. Was für ein schöner, klarer Himmel. Eventuell habe ich das auch fotografiert. What the fuck? Du hättest etwas näher rangehen sollen. Wie soll ich denn näher rangehen? Ich würde ja gerne. Ach so, wieder da. Zoom? Ja. Gibt's eine Taste für? Ich meine, es wäre ein LR. Mist. Sollte ich nochmal versuchen. Ja. So viele Leute mochten dein Foto. Ein gutes Foto, bla bla bla. Bewertungsrekord, bla bla bla. Versuchen wir es dann nochmal. Wie viele Likes? Ach da. Bei 1500 guten Bewertungen rüste ich deinen Pokémon-Sucher auf Version 2 auf. Cool. Ah. Vielleicht kriegt man dann erst den Zoom. Auf SD-Karte speichern? Nö. Ja, das kann sein, das kann sein. Also, ich glaube, das wird's dann auch sein. So ein Bullshit. Sind dir ein paar schöne Fotos gelungen? Anscheinend ist es am besten, wenn man Pokémon von vorn aufnimmt. Schieß einfach ganz viele Fotos mit dem Pokémon-Sucher. Übung macht den Meisterball. Wow. Hat er das ernsthaft gesagt? Nein, hat er nicht. Ach Gott, ich dachte gerade schon, das wäre nämlich echt wahr. So. Ja, ich glaube, dann muss ich eigentlich nur noch weiter nach vorn. Ja, eigentlich schon. Warum auch immer du das da gerade gemacht hast. Ja, weil, weiß ich nicht, Backtracking halt. Vielleicht braucht man's. So, was ist das gewesen? Touristeninformation. Da ist die Boutique rechts, da würde ich gern mal... Mhm. Ja. Achso, wir haben keine Wahl. Ja, wir müssen da sowieso hin. Da will sie bestimmt ein neues Kleid kaufen. Mhm. Hallo, Hildegard. Ich hab gerade den Mund voll. Nein, sprich so. Hallo, Hildegard. Darf ich dich etwas fragen? Warum hat sie denn jetzt gerade den Mund voll? Haben wir nochmal einen Nachschlag geholt? Wir spielen ja schon eine Weile. Nein, ich meine sie, Lilly. Achso, aus Gründen. Weiter. Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus? Nein, das macht Mama. Nein, natürlich. Also ich persönlich suche mir meine Kleidung schon selbst aus. Als ob. Doch. Natürlich. Wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich würde nicht, glaube ich, jedes Mal zu meiner Mama fahren wollen, wenn ich neue Kleidung bräuchte. Das wäre mir zu viel Aufwand. Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Ich hab übrigens heute an ein Lighthorn-T-Shirt.
Das ist eine Mischung aus Anton und Layton. Nice. Ich sitze hier in Jogginghose und leichtem Hemd. Hättest du ruhig auch ich meine, man sieht's ja nicht, du könntest auch sagen, ich sitze hier ohne was. Ich sitze nackt und esse Nudeln von anderen Männern. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Hildegard. Schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir einfach so diese beiden Artikel überreicht. Allem Anschein nach war ich der 99.999. Kunde der Boutique. Da ich aber so etwas Ähnliches bereits besitze, würde ich sie gern dir überlassen. Na toll. Du hast das Item Linsenetui. Da kann man seine Linsen aufbewahren, wenn man mal Suppe draus machen möchte. Bitte schäm dich. Kosmetik-Etui. Heißt das, man kann sich jetzt sogar schminken? Oh, war ja. Bitte das wäre ja krass. Jetzt haben wir etwas gemeinsam, nicht wahr, Hildegard? Wir sind beide abgehalfterte Modebitches. Pushig. Man kann allerdings nur mit Festivalpunkten einkaufen. Mist. Das will ich sehen. Habe ich schon welche? Ich will was kaufen. Mami. Hey, hier kann man auch mit Poké-Dollar. Ach, nice. Das wusste ich nicht. T-Shirt mit V-Neck. Krass. Ja, ist nicht wirklich V-Neck, ist viel zu cool. Also. Gibt's hier noch was anderes? Tanktop. Ja, mal gucken. Oh, nee. Weiß sieht doof aus, weil wir so blass sind. Schwarz ginge. Das Schwarze sieht gut aus. Mag ja. Passt auch zu Alola. Oder warte mal, Ultra? Was ist Ultramarin? Ultramarin klingt nach einem Blauton, ja. Ultra! Es ist nicht normales Marin, es ist Ultramarin. Surfer-Tanktop. Oh Gott, geht Maritim. Gar nicht. Maritim. Nein. College, oh Gott. Bloß nicht. Ne, das sind wir wieder am Anfang. Shorts. Ich trage Shorts. Oh, das war keine gute Idee. Freizeit-Shorts. Was unterscheidet die Freizeit-Shorts von den anderen Shorts? Also die hier haben wir schon, oder was? Ja, ist Standard wohl. Ne, auch nichts Spannendes bei. Ne. Schuhe. Ach nee. Nicht nur das. Overknees. Nee. In Alola kannst du keine Overknees tragen. Knöchel, Socken vielleicht noch, aber was bringt das? Ja, die siehst du doch eh kaum. Nicht. Nee. Keine Schuhe vorhanden, keine Filzhut. Wie wär's mit gar keiner? Nee, probier mal den schwarzen Filzhut und das schwarze Tanktop. Nee, kannst du sowas machen, Anprobe? Nein. Ah. Oh. Schade, also ich. Hätte ich aber gerne. Also das schwarze Tanktop, wie viel hat denn das nochmal gekostet? Das war günstig. Ja, dann. Gut, dann. Aber dann brauche ich ein anderes untenrum dazu. Finde ich. Ja, kannst du dann so eine weiße. Ja. Oder weiß? Schwarz. Oh, das sieht cool aus. Schwarz und schwarz? Nee, die weiße. Die weiße? Ja. Geht. Gut. Na, dazu noch den lustigen Filzhut, damit wir die Anemone loswerden. Siehste? Passt auch super zum Hautton. Passt zusammen, ja, finde ich auch, aber es ist so teuer. Ja, wir haben es, weißt du, unser Beutel ist voller Tränke und Pokebälle. Können wir nicht die Anemone irgendwo ganz abnehmen? Ich dachte, das ging auch, dass man den Hut entfernen kann. Ja, du kannst in der Garderobe wahrscheinlich. Na, mach ich das. Ich mach lieber das. Dann machen wir das. Mhm. Aber sieht schon mal stylisch aus. Ja, ja. Nice, nice. So, dann Kontaktlinsenfarbe ändern, das ist ja geil. Also sozusagen Augenfarbe ändern. Genau. Lippenstiftfarbe, ach du Schande. So. Ja, den Lippenstift kannst du auch auf so einen Nude-Farbton ändern. Wenn der so kräftig ist und wir das nirgendwo im Outfit so. Drin haben. Schön. Ja, schön. Wunderbar. Dein Trainerpassfoto wurde an deinen neuen Look angepasst. Der einzige Ausweis, den du dir selbst ausstellen kannst. Lippenstiftfarbe. Lippenstiftfarbe, oh Mann. Echt jetzt.
So. Du wusstest, worauf du dich einlässt, als du mich eingeladen hast. Oh, wie wär's mit Zartrosa? Ja, nee, Zartrosa. Korallenblau Nummer 5. Nee, Zartrosa. Feier. Das ist ja, aber nicht zart. Nee, da müssen wir ändern. Warte mal. Außerdem sieht man davon ja nicht mal was. Aber sollte man ja, muss man ja nicht. Okay, also was würdest du denn dann denken, sollten wir mal ausprobieren? Was ist denn für deren Begriffe heller? Rosé? Rosé? Aber Rosé ist doch viel knalliger. Hm, mal gucken. Oh, Tatsache. Na. Ja, dann mach lieber natürlich. Ja. Oder lieber gar keinen Lippenstift. Ja. Geht ja gar nicht. Mädel, so kommst du mir nicht ins Haus. Sommerrot. Warte mal, es gibt noch mehr Farben. Ja, es gibt noch ein paar mehr. Das sieht aus wie so Prostituierte. Ja. Das kannst du nicht machen, so kannst du nicht rumlaufen. Nee. Ist total billig. Oh, schön. Es klingt vielleicht blöd, aber ich weiß tatsächlich, wovon ich rede. Mal gucken, wie blau aussieht generell der Farbton. Oh, weia. Oh Gott. Chest Bunch, Team Skull. Nee. Das kann ich machen, wenn ich irgendwann mal wirklich einen Skull-Look haben will, aber sonst... Ja, mach natürlich, alles andere ist Bullshit. Ja, natürlich ist es schon... Also wieder so langweilig. Na, und? Aber okay. Na, außerdem sieht man doch eh nichts von, die meiste Zeit. Bin ich denn ein hübsches Mädchen? Oh, Schal... schönen guten Tag. Shalom. Ich verteile Geschenke an Besucher unserer Boutique. Hier mit den besten Empfehlungen. Die sieht doch so alt aus, oder ist das... Kommt mir das nur so Ist vor? Eine Oma. Okay. Seidenschal. Achso, wow. Für Normalattacken. Ja. Ja. Friseursalon. Hier gibt's auch... Friseursalon! Exido! Oh. Ja, Friteusensalon. Ich stehe total auf Langhaarfrisuren. Aber ehrlich gesagt, ich finde die eigentlich schön so. Ich möchte damit ein Zeichen setzen. Bist du wirklich in der Position dazu, zu wählen? Außerdem, wenn ich ein bisschen blonder wäre, wäre das meine Frisur, die sie hat. Kurzhaarschnitt, ein Bob oder vielleicht Zöpfe im Dutt. Zöpfe im Dutt, das wäre ja was. Was? Ne. Wir färben auch die Haare, falls du das möchtest. Aha. Bei Dutt muss ich immer an Hausmeister Krause denken. Oh, herzlich willkommen, was kann ich für dich tun? Schneiden und färben? Schneiden. Schneiden und färben. Nee, erstmal schneiden. Okay. Oh Gott, nein. Wir haben den ganzen Beutel voller Pokebälle und Tränke. Aber ich will den Look behalten. Nein, wir gucken uns an, was es gibt. Okay, aber dann kann ich immer noch sagen, ich will nichts. Ja, wenn alles scheiße ist, dann lassen wir halt deine Kackfrisur da. 5000 für Schneiden und Färben. Oh, mein Geld, mein schönes Geld. Oh Mann, folge mir, ich bringe dich zu deinem Stuhl und auf deine Sachen passe ich so lange auf. Schön. Oh, Hildegard, du hast dir einen Flamjau geschnappt. Bla bla bla. Das kannst du deinem Friseur erzählen. Ha. Achso. Man kann es nicht sehen. Haarkranz? Ja. Na, warte mal, soll ich? Oder, nee, was gibt's denn so? Zöpfe im Dutt, lange und gewellt. Mittelkurz und gewellt. Das kommt mir so vor wie, wenn's schlecht läuft, dann laufe ich damit weiter rum. Also, was ist die... Probier mal Haarkranz aus und danach mittelkurz und gewellt. Vielleicht kann man es ja noch ändern. Seitlicher Pony, oder? Ja, seitlicher. Rechts oder links? Es soll also so bleiben wie... Achso, er soll bleiben, ja, der Pony soll so bleiben. Okay, fasse ich mal zusammen. Haarkranz soll es sein und beim Pony hast du seitlicher Pony gesagt. Alles klar. Oh Gott, Platinblond? Platinblond ist total nuttig. Ja, ne? Blond willst du doch lassen, weil es so aussieht wie du, oder? Sonst würde ich hellbraun sagen. Obwohl, warte, nee, blond ist eigentlich ganz cool. Das passt nämlich zu unserem Outfit mehr. Dann haben wir noch eine helle Farbe oben. Ja. War hell-dunkel, das passt. Ordnung, ich bereite blond vor. Tönung, letzter Schliff, wasch, schnipp, schnapp. Darf ich die dann verklagen? Oh, wow. Tada, toll siehst du aus.
Warte mal, die hat die Haarfarbe geändert. Ja. Die ist jetzt eine andere Blondfarbe. Dann müssen nochmal 5000 ausgeben. Doch, geht nicht. Also kannst du dir aussuchen, entweder eine andere Frisur, eine andere Farbe oder nur andere Farbe. Wenn ich wüsste, wie ich hier Geld farmen könnte in dem Spiel, wäre das alles kein Problem. Speichern, Haare schneiden und den alten Safe laden. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ja gut, na gut. Weißt du was? Speichern wir erstmal. Oh Mann, warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Und das Datum, was da steht, stimmt überhaupt gar nicht. Nee, nee, ist ein Fake. Mein 3DS ist irgendwie umgestellt. Ja. Ist noch auf Sommerzeit. Genau. Okay, also. Ihr wisst das ja alle, dann könnt ihr einmal im Jahr 2 Wochen länger schlafen. Okay, also, oh nein. Also, dann was? Hatte sie vielleicht schon Platinblond. Nee, Platinblond ist weiß. Okay, Flamiau, bla bla bla. So, was? Also, was probieren wir aus? Ich gehe mal mittelkurz. Und gewellt? Ja. Okay. Müsste dann so eine Serena-Frisur sein wie im Anime, ja. So, und jetzt seitlich wieder, ne? Oder? Ja, seitlicher Pony sieht einfach jung aus, ja. Ja, er soll so bleiben, wie er ist. So, alles klar. Welche Haarfarbe soll es sein? Welche ist dann war das, was wir hatten, musste dann beige gewesen sein. Beige, okay. Beige. Ja. Oh Mann. Oh, alte Anekdote aus der Gestalterschule. Eine Mitschülerin hat dazu immer Besch gesagt. Besch. Oh ja. Und hat es auch immer Besch geschrieben. Oh. Ist ja auch niedlich. Ja, finde ich aber schön so. Ja. Na gut, nehmen wir es so. Ja, siehste. Irgendwann, wenn ich das Geld habe, stelle ich es trotzdem wieder auf Standard zurück. Aber erstmal nicht. Wir können auch gerne nochmal 5000 ausgeben. Ich kann den Spielstand laden. Jetzt war ich also schlau zu speichern. Mein Sohn hat seit kurzem eine ähnliche Frisur wie ein Pebek. Das steht ihm total gut. Sie sagt, dass sie die Haare hier mit Hilfe von Pokémon-Attacken schneiden. Unglaublich. Zerschneider. Oh. Ja. Schlitzer. Schon 2 Tage ohne Unfall. Muss ein Schild am Anfang aufstellen. Ja, ich würde eigentlich wirklich meinen Safe laden wollen. Oder nein, ich lasse es jetzt so und irgendwann schneide ich sie wieder zum Anfänglichen. Die sieht echt gut aus. Was würde Trump wohl sagen? If she wouldn't be my daughter, I'd sleep with her. Das Kampfbuffet? Ist der Schlemm- und Spachtelpunkt. Oh Mann. Ich dachte, Professor Kukuis Labor wäre der Spachtelpunkt in Alola. Okay. Weißt du was? Ich würde hier eigentlich hier am liebsten erstmal eine Pause machen wollen. Wir haben ja schon ganz schön lange aufgenommen. Ja, Pause. Ja, ich muss sowieso mal und ich würde auch gern wieder was futtern. Ja, cool, machen wir Pause. Pause bis morgen. Ja. Weil morgen habe ich noch den ganzen Tag frei, ist easy. Okay, gut. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen. Bis morgen. Oder bis wann immer die einschalten.